Ja, guten Tag. Und heute wollte ich euch den World First Call of Duty Ghost Glitch zeigen. Der ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Also ich habe ja das Spiel schon seit 3, 4 Tagen oder so. Ihr müsst euch einfach mal meine Review, Quatsch, mein Review, mein Unboxing, so, jetzt haben wir es, ansehen zu Call of Duty Ghosts, ja. Und ja, da habe ich ein bisschen gespielt und dabei habe ich einen Prestige-Glitch entdeckt, ja, und den möchte ich natürlich zeigen, damit ich der Erste auf der Welt bin. Also, ihr müsst alles so einstellen, wie ich es hier ich meine, nicht aufgezeichnet, sondern wie ich es in-game hier gerade euch beweise, euch zeige, ja. Da Call of Duty Ghosts und da, hoppala, und da die Xbox 360-Version. PC geht nicht. Ja, da müssen diese Leute in der Freundesliste sein und das ist Mr. Fight LB und nicht Mr. Fight LP. Das bin ich und wer das ist, weiß ich nicht. Ja, dann müsst ihr Waffenklasse schaffen, falsch zu schreiben, habe ich auch nochmal extra hingeschrieben. Und dann müsst ihr hier den Text hier eingeben und da habe ich mich verschrieben. Ich meine, da hat Call of Duty Ghosts einen Fehler gemacht, ja. Und ja, dann müsst ihr die Map Pooh auswählen, ja. Die ist eins von diesen Sonder, 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 Sonder DLCs, ja. Die bekommt man nur, wenn man diese Spezialedition hat, Spezial Dings da hat, Spezial Ghost Pack hat, ja. Und ja, und wenn ihr den Start drückt, das wäre dann ungefähr, denke ich mal, hier irgendwo in den Dreh, dann, tada, dann seid ihr Prestige, was weiß ich, Level 70, glaube ich, auf der Xbox-Version. Und ja, das war's eigentlich. Viel Spaß dabei und sagt mir, ob es geklappt hat. Peace out.